The Convenience Store. Ein Indie-Horrorspiel, developed by Schiller's Art. Ah. Ich habe gut geschlafen. Darf ich nicht noch was essen vorher? Nö. Aufstehen und direkt zur Arbeit. Dann gehe ich jetzt halt einfach so. Kack aufs Essen. Kack drauf. Ich muss etwas essen, mich umziehen und meine Taschenlampe holen. Ja, ich habe zwei Dinge schon absolviert. Ich muss nur noch etwas essen. Aber wo denn? Hier kann ich ein bisschen was auf dem Klo naschen. Hier kann ich mich dann wahrscheinlich umziehen, ne? Ja. Ja, okay, ja. Einmal bitte umziehen. Wunderbar. Das hier würde ich gerne essen, aber das darf ich nicht essen. Ich kann mich auch nicht hinsetzen. Kann ich die Maus hier essen? Nein. Weil das hat doch irgendeinen Namen, die Tierchen hier, oder? Das ist doch nicht nur eine Maus. Hast denn hier irgendwas? Darf ich hier mit irgendwas interagieren? Ich würde dir gerne etwas zu essen geben. Ich würde dir gerne zur Arbeit. Jung, ich bin spät dran. Im Zimmer ist noch ein Kühlschrank. Ja, der hier. Der hier vorne, mit dem darf ich. Den. Ich muss das in eine Mikrowelle hauen. Das ist wahrscheinlich der Trick, ne? Ah, ich muss warm machen. Okay, pardon. Wir finden uns hier rein. Der Horror beginnt schon bei meinem Gameplay, Leute. Das ist immersiv. Ja, ich esse. Nom, nom, nom. Hallo? Wo ist denn? Wo ist denn der Supermarkt, Leute? Hallo? Da hinten wahrscheinlich, ne? Das Leuchtedings. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Ich versuche einfach mal, mich dorthin auf den Weg zu machen. Ich will hier eigentlich gar nicht weiter rumlaufen. Ich will nicht. Hallo, hier hinten hat es doch vorhin geleuchtet. Das sah mir aus wie so ein Supermarkt. Okay, die Musik verstummt. Da ist er! Das Licht am Ende des Tunnels. Gut, da sind wir. Das hier. Okay, 13 Bucks an hour. This is the reason why I'm here. Okay, wir kriegen 13 Bucks kriegen wir die Stunde. Hallo? Ich darf... Danke dir. Deswegen bin ich hier. Hi! Moin, Meister! Oh Gott, du hast es geschafft. Oh, irgendjemand ist von der Brücke gefallen, wo ich vorhin rübergegangen bin. Und da war eine alte Lady. Sie hat einen Mann gesehen, der runter zur Straße gegangen ist. Und seine Beine waren komplett in die andere Richtung gebogen. Aber es ist bestimmt keine echte Geschichte. Aha, aha, aha. Gut, der hat uns verarscht. Danke dir, mein Bester. Tschüss. Raus aus dem Laden. Tschüss. Hier ist so hell und schön. Ich muss es genießen, solange es hier noch so hell und schön ist. Einfach der, dessen Name nicht genannt werden darf. Okay. Guten Tag. Muss ich mich irgendwie einchecken oder so? Ist das eine Stempelkarte? Punch in. Aha, ist es tatsächlich eine Stempelkarte. I think some food are expired by the time you shift. Okay, ich muss ein bisschen abgelaufenes essen. Hey, du gehst jetzt einfach, hey! Bruder, 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 nee, 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 so haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet, du kommst wieder her, ich hol ihn wieder. Ich hol ihn wieder. Bro, du musst warten. Sekunde noch. Der Kollege versucht dir gerade... Bro. 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 Halt, stopp! You shall not... Hallo! Lasst mich... Komm gerne wieder, mein Bester. Hat mich gefreut. Was haben wir denn hier? Wir können am PC was machen. UCCTV. Oh, ganz schwierig. Oh, fühle ich gar nicht die Kameras. Nee, lass mal ganz schnell wieder hier raus, das finde ich. Okay, ich muss abgelaufenes Essen einsammeln. Aber es wäre doch viel einfacher für mich, wenn ich warte, bis die Kunden das abgelaufene Essen kaufen. Dann muss ich selber nicht wegbringen. Abgelaufenes Essen. Wo könnte ein abgelaufenes Essen sein? Hier hinten? Irgendwas von dem hier? Ja, hier, da. Okay, das hier ist abgelaufen. Dann nimm dir das doch abgelaufen. Ja, nimm dir das mal. Kann ich hier noch mehr abgelaufenes nehmen? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann muss ich das jetzt wahrscheinlich einfach in den... Bitte aufhören zu piepen. Ich muss das jetzt wahrscheinlich einfach in den Müll bringen. Radadadi. Radadadadu. Yep. Rein damit. Okay, das sieht in Ordnung aus. Das sieht auch in Ordnung aus. Mit einem Blick. Mit einem Blick. Aha. Das nehmen wir uns mal. Das ist abgelaufen. Ist eigentlich hier noch ein Kunde, der gerade wartet? Nö. Wäre mir auch egal. Ich warte einfach, bis hier vorne irgendjemand steht. Bist du abgelaufen? Nö. Du siehst in Ordnung aus. Bist du abgelaufen? Du siehst in Ordnung aus. Ah, das war's. Hi. Hallöchen, mein Bärchen. Was kann ich für dich tun? We've recently incorporated this system exclusively for convenience stores that are open late at night. Ach, guck mal. Ein extra System für Sachen,
die direkt zu uns geliefert werden für Convenience Store, für Supermärkte, die spät aufhaben. Dankeschön. Dann nehmen wir das doch bitte. Dankeschön, Mr. Delivery Man. Take it home? Das war die schnellste Schicht meines Lebens. Was? Warum geht denn... geht meine Mikro an? Wir sind wieder zu Hause? Okay, die Schicht ist beendet. Wir haben aber irgendeine Kassette bekommen. Oder VHS eher. Oh, das ist hinter dem abgesperrten Bereich, wa? Beim Convenience Store. Cool, dass mir die zugestellt wurde. Das freut mich sehr. Essen haben wir ja nicht mehr, soweit ich... Oder haben wir hier noch was zu essen? Die Mikro ist ja von ganz alleine angegangen. Nö, Essen haben wir nicht mehr. Na dann, rennen wir einfach los. Sag mir jetzt nicht, das wird immer schlimmer von Nacht zu Nacht. Es ist zumindest viel, viel dunkler geworden. Letztes Mal sind wir noch bei schönem blauem Himmel losgelaufen. Und der Typ hier hat uns hinterm Tresen letztes Mal irgendwas erzählt von jemandem, der sich von einer Brücke gestürzt hat. Okay, hier ist die Brücke, wo sich angeblich jemand runtergestürzt hat. Und irgendjemand hat die Beine falsch rum dran geschraubt. Okay, ich sehe aber nichts, was eventuell auch ganz gut so ist. Da ist er. Dann beginnen wir mal unsere Schicht, oder? Die erste Nacht war sehr entspannt. Du darfst gehen. Would you please punch in? In dein Gesicht, obwohl... Naja, da kann ich wohl nicht mal allzu viel Schaden mit anrichten. Wir punchen rein. Yes, dann darf der Boy nämlich auch gehen. Und der Manager hat ein paar Ratten gesehen hinter dem Laden. Ja, die erste Person, die diese Nachricht sieht. Boah, gar keinen Bock, dass die in meinem Laden ist, ne? Was ich jetzt nicht brauche, sind Omas. Wow, was ist denn hier passiert? Cool, freut mich sehr, dass die Ratten hier sind. Die scheint aber auch sehr zahm zu sein, ne? Egal, wir gucken erstmal, was die Omi macht. Ja, Ömacke, wo sind wir denn? Ah, da kommt sie angecreept. Guck sie dir an, wie sie durch die zur Tür durchgeht. Ja, das sieht so aus, wir könnten die noch ein bisschen brauchen. Wie kann ich denn die Ratten loswerden? Habe ich irgendwie... Habe ich ein Mittel gegen Ratten? Gibt es hier irgendwas, was ich gegen Ratten tun kann? Aha. Aha! 0 von 6? Ich habe einfach nur drüber gepaintet. Die ist da noch, aber ich habe einfach mit Schwarz drüber gemalt. 1. 2. 3. Boah, ist aber auch laut, ne? 4. Ratti, ratti, ratatouille. Und noch eine Ratte. Kann ich die Oma damit anmalen? Ist sie denn schon weitergekommen? Oma? Oma? Ich guck mal in den Kameras, sie muss doch irgendwo sein. Hi, I'm in a hurry. Ja, Bruder, die Oma ist weg. Du verstehst das Konzept nicht. Die Oma ist weg. Now could you please fetch me 5 cans of beer and a pack of cigars? Ja, hurry up. Ja, Bro, lass mich kurz auf den Kameras gucken. Ich muss mich ganz kurz versichern, dass die Oma nicht hier noch irgendwo rumwandert. Keine Oma hier. Da steht nur der Dulli. Der ist ein bisschen eilig. Keine Oma da. Okay, da brauchen Bier und Zigarren. Die Oma hat alles weggetrunken. Ah. Och, ich muss jedes einzeln holen. 1. Der ineffizienteste Verkäufer überhaupt. 2. Und 3 für dich. Das sind die frischesten. Ich habe da einen geheimen Ort, wo ich nur die frischesten Biere lager. Viel Spaß beim Aufmachen. Viel Spaß beim Aufmachen. 6. Ach, die Oma könnte im Klo sein, ne? Will ich da jetzt wirklich nachgucken? Vielleicht braucht sie ja Hilfe. Nee, ich kann die Tür leider nicht aufmachen. Okay, du brauchst jetzt noch Zigarren. Wo zur Hölle sind Zigarren? Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ist alles nur ein ganz normales Essen? Ach, das hier sind Zigaretten. Aha. Gimme, gimme, gimme. Scan. Bitte. So, und was jetzt mit der Oma?
Hi, Schätzchen. Was kann ich denn für dich tun? Hi. Also, ich hab mich eingeschissen. Das ein riesiger Berg ist da. Jetzt kannst du einmal... Ich guck mal, wie es aussieht. Alles easy. Alles hast feini gemacht. Where's Kenkan? Ich weiß nicht, wer oder wo Kenkan ist. You know where Kenkan is? Ich weiß nicht, wer Kenkan ist. Sorry. I thought I heard his voice. Bro, du warst gefühlt 20 Minuten auf dem Klo. This was my daughter's house. Das hier war das Haus deiner Tochter? Dieser Convenience Store? Was ich getan habe? Ich arbeite hier. How dare you? Ich glaube, die ist einfach nur ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich die Oma. Wenn du nicht bieten kannst, dann werde einfach dein größter Feind. Oh ja, die Jugend von heute nicht. Raus aus der Scheiße hier. Hier Omi ist weg. Da ist gerade ein Kind hier lang gelaufen. Habt ihr das gesehen? Da ist gerade ein Kind hingelaufen und ist dann wieder umgedreht. Hallo? Oh, oh. Die haben aber auch einen Wendekreis, die Fahrzeuge hier, ne? Dieses Ding-Ding-Ding-Geräusch. Ich könnte ja niemals hinter einer Kasse arbeiten. Och, du Heilige. Och, du. Och, ich habe jetzt schon Albträume von. Nein, schön, dich wieder zu sehen. Und es gibt ein Paket, das hier geholt werden muss. Ich habe hier ein Paket, das er holen muss. Ach, tatsächlich. Tatsächlich. Habe ich. Gift Package? Ja, bitte. Viel Spaß damit. Ich habe jetzt keine weiteren Aufgaben, nicht? Das heißt, jetzt muss noch irgendwas passieren, was meinen Tag beendet. Boah, nachts in so einem Laden zu arbeiten. Die zweite Nacht. Oh, ein Umbrella. Okay, cool. Es regnet anscheinend. Sekunde, ich hole mir kurz noch die Flashlight. Hallo, wer klopft denn da? Hallo? Oh. Open it. Es wurde uns ein Paket vor die Tür gelegt. Wieder eine VHS-Kassette. Safe, oder? Ja, natürlich. Okay, wo quengelst du dich diesmal rum? Zeig her. Was ist diesmal passiert? Was musstest du auf VHS aufnehmen und mir dann zeigen? Ich kann nicht erkennen, wo das ist. Irgendein Absperrband an der Seite, aber... Hm. Naja, ich habe einen Regenschirm. Let's go. Boah. Ich muss die Route mir merken. Wie zur Hölle ich zum Supermarkt komme. Boah, es ist laut. Mal gucken, was diesmal im Convenience Store abging. Bam, 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 bam. Der Regen könnte aber ein Hauch leiser sein. Also ist schon ein bisschen unangenehm. Huch, wo ist denn mein... Wo ist mein Homeboy? So fühle ich mich im Herbst auf dem Weg zur Arbeit. Oh! Stück Scheiße, du. Ich stempel jetzt extra nicht aus. Ich behalte dich für immer hier. Okay, einige Produkte fehlen. Und wir sollten die Stinger wieder restocken. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Ohne einzuchecken, weil ist mir egal. Obwohl können wir wahrscheinlich gar nicht, wa? Jetzt schon was nehmen. Jo, ich kann ohne einzuchecken, kann ich hier schon alles restocken. Nice, dann behalte ich den jetzt einfach hier. Für den Prank. Du bleibst jetzt da, ich arbeite jetzt umsonst. Restock? Yes. Das ist mir jetzt scheißegal. Der bleibt hier. Kann er machen, was er will. Ein paar Instant-Nudels. Die Tür... Die... Hallo? Hilfe? Hilfe? Ich meine, verhungern werde ich nicht, aber... Ha! Oma, bist du's? Ist denn mein Manager-Boy noch hier? Ja, ist immer noch da. Ausgezeichnet. Das war ja creepy. Hey, what's up, my homie? My homeboy, my G from the underdog. Ey, es geht ab. Okay, er soll anscheinend irgendwas reparieren. I'll just quickly check the outside units and head right out. Okay, er checkt draußen noch kurz nach dem AC. Das darf er gerne tun.
Unser Chef ist immer noch da. Ja, der steht da noch. Das ist so schön, dass wir... Er checkt da draußen noch. Ja, ist da draußen noch die Dinger am Checken. Das darf er gerne tun. Ich glaube, dann lasse ich ihn jetzt auch mal gehen. Wir checken mal ihn, damit der wohl gehen darf. Wir lassen ihn mal gehen. Ich arbeite im Einzelhandel zu 100% authentisch, was hier passiert. Also dir wird auch immer so VHS-Kassetten vor die Tür gelegt. Yo. Okay, die steht da einfach nur rum. Oh, da rechts, habt ihr das gesehen? Da rechts ist was gekrabbelt. Da, ganz rechts. Ach, du siehst nett aus. Aber gerne. Du siehst so nett aus, ich will dich eigentlich hier behalten. Ja. Bist du der Einzige, der hier arbeitet? Ja, bin ich. Ich kann das nicht glauben. Was für ein Manager lässt ein kleines Mädchen alleine in Nachtschicht arbeiten? Ja, mein Manager, aber... Ja. Ich sehe, du hast keine andere Wahl. Jetzt... muss ich vorsichtig sein. Take it. Okay, wir haben jetzt einen beschützenden Charme von ihr bekommen. Safe lockt das einfach nur die Dämonen an oder so. Ich würde aber mal gucken wollen, was da hinten, da ist ja jetzt der Bereich auf, wo wir dieses Krabbelkind gesehen haben. Hier vorne. Au. Komm her, Elon. Hier ist es gekrabbelt. Können wir aber nicht aufmachen. Okay. Hier ist aber sonst noch ein Fahrrad. Okay. Nix da. Ach, kannst du aufmachen? Ich mache jetzt das, was der Klempenman da nicht gemacht hat, oder was? Ich darf jetzt die Klimaanlage reparieren. Ein Schlüssel. Der ist nicht zufällig für den Schuppen hier, wa? Nicht zufällig, oder? Was? Deine Hand wird... Dein Arm wird taub, wenn ich es versuche zu öffnen? Es fühlt sich so an, als würde etwas mich greifen. I can't open it. Dann lass es einfach. Ich meine, ist ja nicht so wild. Einfach nicht machen. Aber schön, dass jetzt auf ist. Die Tür ins Jenseits. Boah, rein hier ist es so laut. Meine Güte. Zu mit der Tür. Ab wieder hinter den Tresen mit uns. Dasch. Vandalisten! Wo seid ihr? Ich wehr! Kommt dran, ihr kleinen Blagen, ihr! Ich hab sie doch hier gerade tippen gehört, oder? Habe ich jetzt nicht gebraucht. Oh, Talismänner. Ja, heben wir alles auf. Ja, was mache ich jetzt damit? Müssen die irgendwo hin? Gehören die irgendwo zu? Wo kommen denn die Talismänner hin, sag mal? Verkaufen wir sowas? Gehören die irgendwo hin? Ich gehe jetzt einfach mal zum Schuppen mit den Talismännern. Weil ich habe einfach keine Ahnung, wohin damit. Vielleicht kann ich ja damit die Tür öffnen. Ach, ich kann jetzt exercise the door? Klar. Oh. Hier. Manager. Nein, die Tür ist zu.
Steh nicht auf. Mach jetzt keinen Scheiß. Boah, der Ring ist so laut, ne? Das heißt, ein Vieh... Ich wollte gerade einen Beatbox-Battle hinlegen, weißt du? Aber nö. Die dritte Nacht. Okay, in der vierten wird dann wahrscheinlich etwas sehr Schlimmes passieren, so wie es mir scheint. Ah, was ein Albtraum. War das alles ein Traum? Scheiß auf den Job. Scheiß doch einfach auf den Job. Ach, habe ich übersehen. Pardon. Pardon, da gucken wir mal natürlich mal, was die netten Kassetten uns denn sagen wollen, nicht? Kann ja nur was Gutes sein. Oh. Das ist die Hütte, ne? Das ist die Hütte. Das ist die Hütte, wo wir gerade drin waren, so wie es aussieht. Ich möchte bitte gehen. Können wir bitte gehen? Ja, darf ich. Okay. Dann gehen wir wieder unseren altbewährten Weg. Vielleicht kommt in der letzten Nacht jemand von da und jagt uns hier langsam oder so. Dann müssen wir den richtigen Weg finden. Will ich gar nicht. Wo ist dieser Nichtsnutz von Kollege? Ich habe jetzt nicht mehr Anweisungen. Ich gucke einfach jetzt mal auf die Kameras. Was bleibt mir anderes übrig? Manager ist tot. Ja, aber unser Kollege ja nicht, oder? Oder war das unser Kollege an der Tür? Ich glaube, uns bleibt nur eine Wahl. Wir müssen zur Hütte. Wir haben ein kleines Upgrade gemacht, Leute. Wir sind jetzt ein Technik-Store. Scheiß auf Lebensmittel, die verkaufen sie einfach nicht so gut. Die laufen halt auch ab und sowas, aber wisst ihr, was nicht abläuft? Technik. Und wisst ihr, welche Technik? Technik, die begeistert. Scheiß drauf. Ich gehe da nicht lang, ich gehe da nirgendwo lang. Ich guck mal, was so auf den Kameras abgeht. Sieht das jetzt hier genauso aus? Yo. Das ist das kleine Krabbelkind. Was wir schon mal gesehen haben. Ja, guckt sich einfach nur die Fernseher an. Ich meine, klauen kann das ja eh nicht. Wird einfach plattgematscht von denen. Und die dann... Es gibt auch die Kamera nicht mehr, ne? Die andere, im Hof. Also da, wo die Klimaanlagen sind. Okay, ich möchte weg, der kleine Junge kommt näher. Wo bist du? Ach! Ich kann die Fernseher anmachen. Muss ich bestimmte Fernseher anmachen? Wahrscheinlich die Fernseher, die der Junge anguckt, ne? Ja, vier Stück. I see. Okay, Junge, wo bist du? Okay, da, also den von ganz links, den oberen. Das kriegen wir uns gemerkt. Der hier war das? Und... War das der hier? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt geht er dort entlang. Dann müsste er jetzt hier vorne gleich wieder... Da vorne kommt er rum und da guckt er sich jetzt auch noch einen an. Aber den haben wir ja auch schon angemacht. Er ist der Richtige, ne? Der guckt nach oben. Den haben wir auch angemacht. Der müsste richtig sein. Welchen guckt er noch an? Der rennt hier einfach nur durch. Der guckt aber nicht. Doch, da guckt er noch einen. Nach unten. Da kommt er rumgelatscht. Jetzt geht er in diese Spalte hier. Und guck da nach unten. Ah, okay, da den ganz unten. Ich versuch's den hier einfach mal. Ich versuch's einfach mal. Dann ist jetzt irgendeine Tür aufgegangen oder so. Ah ja. Bro, ich hab gerade eine halbe Stunde versucht, dir deine Scheißglotzen anzumachen. Du sitzt jetzt hier und guckst in die Ecke.
Wehe, es ist die Oma. Eine Kassette. Ja, nach Hause bringen. Ja, natürlich. Ja, okay. Vierte Nacht. Die vierte Nacht scheint die letzte zu sein. Rein damit. Watch that shit. Are you sure? Nein. Kann ich noch irgendwas anderes tun? Send it off to someone else. Oh. Wollen wir das Tape gucken oder wollen wir es zu jemandem anderen senden? Wir haben das vierte Tape. Wir haben in der Scheune jemanden gesehen, der gestorben ist und auf dem Bildschirm war eine 4. Lässt also eventuell schlussfolgern, dass was auch immer auf dem vierten Tape passiert, dich tötet. Wir können das jetzt selber gucken und es herausfinden. Oder wir versenden das, aber ihr... Okay, wir gucken es. Ja, ich bin mir sicher. Natürlich, klar will ich es gucken. Aber sicher das. Das ist genau mein Ding. Das ist vor meiner Tür! Das sind meine Beine! Ein Fußfetischist steht vor meiner Tür. Es gibt bedrohlicheres. Oh Gott, ist das... Steht da was? Oder ist das nur ein doofer Schatten? Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, sag ich doch. Oh.